Mit rund 54% entschied Mike Mackewitz am Sonntagabend die Kaldener Bürgermeisterwahl für sich. Am 1. März wird der 47-Jährige den bisherigen Amtsinhaber Andreas Dinges ablösen. Am 1. März wird es um die Haushaltsaufstellung schon wieder gehen. Und was auf jeden Fall klar ist, dass die Flugplatzbeteiligung und die ausbordenden Kosten für den Flughafen im nächsten Jahr der Schwerpunkt sein werden, sich darum zu kümmern. Mit dem Land Hessen da in irgendwelche politischen Verhandlungen einzutreten, Diskurs einzutreten, wie man hier eine Deckelung hinbekommen kann, weil das, wenn das so weitergeht, ist das für die Gemeinde nicht tragbar. Und wie bewerten die Kölner eigentlich den Wahlausgang? Ich bin zufrieden damit, weil ich denke, so nach 17, 18 Jahren ist es unbedingt mal Zeit, dass ein Wechsel stattfindet, unabhängig davon, wie irgendjemand sein Amt ausgeübt hat. Aber prinzipiell ist es einfach so, Demokratie lebt vom Wechsel und den haben wir jetzt hier. Und was sagt Bürgermeister Andreas Dinges zum Wahlausgang? Wenn ich da nicht reingedrängt worden wäre in das Thema mit der Vereinsproblematik, ich sag mal durch den Flughafen. Heute ist bei de facto ein großer Bericht auch im Fernsehen über das Thema. Ich glaube, dann wäre es nicht eingetreten. Was die Zukunft anbelangt, hat Dinges noch keine konkreten Pläne. Doch eines lässt sich nicht leugnen. Tut natürlich dann emotional weh, das ist doch ganz klar. Und wenn es nicht so wäre, wäre es nicht ich. Dann wäre es wer anderes.